Wir sind wieder da, Hannover 96, Karrieremodus Nummer 4, Folge 4, Spieltag 4 ist in dieser Karriere schon vorbei und wir spielen aber in der heutigen Folge unter anderem gegen Holstein Kiel. Es kam jetzt länger keine Folge, das tut mir auch persönlich leid, ich hatte schlicht und ergreifend einfach nicht die Zeit, aber es soll jetzt natürlich weitergehen, weil wir müssen ein bisschen aufholen. Die Realität ruht, beziehungsweise der Fußball in der Realität ruht, ist in der Winterpause und da müssen wir ja auch irgendwie hinkommen. Saisonstart schleppen, 2 Unentschieden, ein Sieg, eine Niederlage, da geht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Wir fokussieren uns aufs Training, um richtig gut vorbereitet gegen Kiel ins Spiel zu gehen. Da, Simulation ist das Beste, was du machen kannst, denn die Ergebnisse passen und der wunderschöne Weidand hat ein B erzielt. Spätes Tor von Clement sichert Lautern den Sieg, das erinnert mich so ein bisschen an Realität. Die stehen aktuell auf Platz 4 vor Hannover 96, haben noch kein einziges Auswärtsspiel verloren und spielen am nächsten Rückrundenspieltag, am ersten Rückrundenspieltag auswärts in Hannover, die aktuell auf Platz 5 sind. Kracher Spiel, jetzt nicht unbedingt so wie hier, allerdings ist Kiel gegen 96 immer schön, wie wir ja erst vergangene Woche gesehen haben. Zumindest ist es spannend. Oh, Triple A. Ja, AAA-Titel oder AAA-Verein Hannover 96, da wollen wir hin. Genau das wollen wir aus diesem Verein machen. Momentan ist relativ wenig los. Wir kriegen immer ein bisschen Geld und wir kriegen einen Abschlussbericht zu einem interessanten Spieler und der heißt Raidinho Balka. 65er Gesamtwertung, das heißt nicht so sonderlich stark, aber ich verfolge den in Realität. Ich finde den da nämlich ziemlich spannend, habe den zufällig auf FBref mal gefunden, weil ich ihn mit dem Innenverteidiger verglichen habe und der spielt auch in Realität eine ganz solide Runde. Ist ein Innenverteidiger-Talent, 23 Jahre, 65, wirkt in FIFA jetzt nicht so, aber auf jeden Fall eins meiner Transferziele für den Winter. Wir wollen das Ganze ja auch realistisch halten. Hey, wir haben ein Training, das ich noch nicht gemacht habe. Das spielen wir jetzt zusammen und tatsächlich ist die Innenverteidigung auch eine Position, bei der ich unabhängig davon, wie jetzt der Kader sich jetzt im Rest der Hinrunde performen sollte, bei dem ich so oder so auf jeden Fall was machen möchte. Schlicht und ergreifend, weil da unsere Breite nicht so wirklich da ist. Klar, mit Breite, das ist ja sehr passend. Was ist denn hier los eigentlich? Da haben wir natürlich einen Spieler dazu gewonnen, der ordentlich Qualität hat, aber nichtsdestotrotz sind es halt nur 4 nominelle Innenverteidiger und wenn wir nicht gerade extrem aus der Jugendakademie irgendwas dazu bekommen, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen, das Training. Und ich sehe gerade, dass meine Kamera fast leer ist. Das ist natürlich nicht so richtig optimal, kann man an der Stelle mal so ganz ehrlich sagen. Das heißt, gegebenenfalls werdet ihr entgegen aller Erwartungen und auch entgegen meiner Erwartung hier gleich noch einen Sportschau-Style, Gottes Willen, was für ein Wort, Sportschau-Style-Commentary von mir bekommen. Einfach, weil ich keine Alternative habe, weil ich kann euch ja jetzt nicht hier ohne Kamera und dann noch ohne oder mit einem normalen Commentary drin lassen. Ey, warum haben wir auch Ziele? Das macht doch keinen Spaß. Natürlich muss man die Übung auch so machen, wie es vorgegeben ist, nämlich den Torwart ausdribbeln. Das wäre schon praktisch. Dann hätten wir uns das Ganze hier sparen können, die Fehlversuche. Wir versuchen zumindest noch das Spiel gegen Kiel im normalen Style zu machen und ich würde sagen, wir hüpfen da einfach mal rein. Die Aufstellung muss ich euch ja nicht zeigen, die seht ihr ja gleich. Und mit Normalspiel meine ich in dem Fall Höhepunkte und ich habe dreieckige Tornetze. Das muss ich abändern und zwar sofort nach diesem Spiel. Aber ey, ich kann ja nicht beeinflussen, wie die Tore in Kiel aussehen, richtig? Phils alte Wirkungsstätte, hier darf er mitspielen. In Realität hat er sich ja... Ich bin weiterhin dabei, dass es auf jeden Fall keine 2-Spiele-Sperre hätte sein dürfen. Aber Derek Ray und Stuart Robertson kommentieren den ganzen Bums hier. Und in erster Linie kommentiere ich, wie wir jetzt hoffentlich Kiel weghauen. Natürlich blöd, dass ich jetzt auf Höhepunkte doch gegangen bin, was ehrlich gesagt ein Versehen war. Jetzt seht ihr nämlich die Aufstellung nicht. Aber ich kann euch sagen, wir spielen auf jeden Fall mit Sebastian Ernst auf der 10 und Havard Nielsen im Sturm. Teuchert rückt dafür raus. Ansonsten keine Veränderung. Erster Freistoß für Holstein. Steven Skripski in Realität gerade wieder zum Menschen geworden. Gott sei Dank für das Spiel gegen 96 war das wichtig. Konnte eingeleitet, dürfen wir aber nicht spielen. Perfekt. Oh, Ron-Robert Zieler, einfach eine Maschine. Oh Gott, die Bewegung von Zieler viel zu spät. Angriff 58, 96 mit der Chance. Warum darf Pichler überhaupt spielen? Der ist eigentlich verletzt, zumindest in Realität. Gut, wir sind nicht in Realität. Maxi Bayer, Time Finish. Oh, warum immer so knapp vorbei? Alleingang 96, 59, 60. Minute. Sadie Teuchert mittlerweile offensichtlich eingewechselt, wie wir unten sehen können. Keine Ahnung, was das für eine Bewegung war, aber Teuchert kriegt den Ball. Komm, Sadie. Dieses Gameplay, ich komme damit nicht klar. Ich bin zu schlecht. Ich bin im Karrieremodus auf Ultimativ, leider Gottes zu schlecht. Sadie Teuchert macht den Ball nicht rein. Ab dem Spiel gleich rede ich wieder nicht mehr darüber, dass ich zu schlecht bin, sondern die Spieler sind zu schlecht. 0:0. Drittes Unentschieden, ist das ärgerlich. Ich weiß halt nicht, ob die Höhepunkte unser Way to go hier sind, weil wir mit dieser Fünferkette halt einfach ein System haben, wo wir relativ wenig Offensivspieler haben, keine Flügel. Und das ist halt in dieser Simulation immer sehr schlecht dargestellt, finde ich zumindest. Monatliches Scouting-Update, wir haben hier ein paar Spieler drin. Oh, unter anderem Nils Müller, den nehmen wir direkt mit 800.000er Marktwert. Damit gefühlt unser wertvollster Spieler. Leo Meier sieht auch nicht so schlecht aus. Den Rest lassen wir hier erstmal so. Mathis Graf lehnen wir ab. Den Rest, da schauen wir mal. Anton Schneider lehnen wir aber.
In Finnland gab es gar nichts zu holen und auch Ungarn sieht nicht sonderlich produktiv aus, wenn wir leider Gottes ehrlich sind. Also bisher, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, sagen wir es einfach mal so. Ich habe gerade Gesamtstärke bis 70 gesehen, habe ich mich verschaut. Vielleicht war doch einer dabei aus Ungarn, aber jetzt nicht mehr. Wir sehen, auf Ultimativ ist das alles noch relativ schwierig. Dementsprechend gehen wir jetzt mal ins Training hier und versuchen, irgendwas zu bewegen. Aber diese Übungen musste ich schon öfter spielen, auch in meinem privaten Karrieremodus. Und ich finde sie zum Kotzen, weil du nicht an diesem Verteidiger vernünftig vorbeikommst. Und wenn, dann kriegst du... Okay, nee, ist überhaupt nicht schwer, ein Tor zu schießen offensichtlich. Zumindest nicht mit Enzo Leopold. Newcastle-Karrieremodus haben bei mir alle versagt, aber Enzo Leopold ist halt einfach Enzo Leopold und Hannover 96 ist nicht Newcastle, sondern besser. Dritter der Premier League gegen Fünften der zweiten Bundesliga ist ein anderes Thema, möchte ich nicht drüber reden, aber ich muss natürlich auch warten, bis der Mann steht. Ne? Letzter Versuch, aus der Position zumindest mal. Naja. Oh, alter Lachs. Mein Problem ist, man muss halt direkt abschließen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Thema. Völlig unrealistisch eigentlich, aus den Situationen Elfmeter, Fallrückzieher-Tore zu machen, aber es passiert. Ja, gutes Ding. Schöne Flanke auch, jetzt nochmal eine. Darf ich nicht anscheinend, perfekt. Zielerproblem, aber trotzdem A, wichtig. Wichtiges Spiel und da geht unser Coach auch mal in die Pressekonferenz rein. Mal schauen, was Stefan Leitl zu sagen hat vor dem Spiel gegen Darmstadt. Wichtiger Gegner oder starker Gegner, eines der Top-Teams der zweiten Liga. Wir dürfen sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber in unserer aktuellen Situation mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage dürfen wir sowieso niemanden unterschätzen, würde ich einfach mal so behaupten. Zuletzt tolle Leistung. Wir müssen uns konzentrieren, ganz wichtig, insbesondere im Abschluss, wie wir gerade gesehen haben bei Howie, der plötzlich seinen linken Fuß benutzt statt seines rechten. Das geht natürlich so nicht, das ist nicht sonderlich sinnvoll. Qualität des Kaders, sind wir zufrieden. Wir hatten nie ein offenes Transferfenster, von daher wir sind überall gut besetzt. Mal sehen, was im Winter passiert. Ich habe es gerade schon angekündigt, habe ein paar Positionen im Blick, wo wir zumindest in die Breite investieren wollen. Inwiefern wir in die Tiefe investieren oder in die Qualität. Mal gucken. Breite und Tiefe sind das Gleiche. Jetzt gehen wir erstmal ins Spiel gegen Darmstadt. Formtief bei Hannover 96, eine verkrampfte Situation für die Roten und ihren neuen Trainer Stefan Leitl. Der Saisonstart wurde gründlich daneben gesetzt, nichts ist so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Zu viele Unentschieden, zwar keine Niederlagen, dennoch nicht genug Punkte. Das soll sich heute gegen Darmstadt ändern, denn die Roten wollen zurück in die Bundesliga und die Fans zeigen sich bereits zu Beginn der Partie Bundesliga-tauglich. Da staunt sogar Lilien-Captain Tobias Kempe. Generell Darmstadt als Mitfavorit auf den Aufstieg, vergangene Saison stark gespielt, zwar Abgänge zu verzeichnen gehabt, aber nichtsdestotrotz eine schlagfertige Truppe. Man kann sich freuen auf ein tolles Spiel in Hannover mit Max Besuschkow auf der einen Seite, der vor dem Spiel sagte, wir müssen endlich unsere Chancen nutzen, und demjenigen auf der anderen Seite, der es verhindern möchte, Marcel Schuhn im Kasten. Der Darmstädter, bisher einer der Top-Keeper in dieser Saison, hat natürlich auf der anderen Seite mit Ron-Robert Zieler auch einen starken Konkurrenten. Durchpusten bei Hannover 96 und dann rein in die Partie gegen die Lilien. Erste Aktion, der gerade angesprochene Tobias Kempe mit dem Eckball, keine zwei Minuten gespielt. Der Routinier bringt den Standard in die Mitte und da wird ein zweiter Routinier direkt an den Ball kommen, und zwar Jasula. Der Kopfball geht allerdings weit am Kasten vorbei. Jasula ärgert sich, aber Hannover erstmal ungescholten davongekommen. Stefan Leitl beobachtet und sieht eine gute Reaktion seiner Roten, die dann ebenfalls ihre erste Offensivaktion haben. Seymouro ja auf der Außenbahn nicht energisch genug angegriffen. Teuchert auf Nielsen, der ist im 16er viel zu frei. 1:0 Hannover 96. Fünfte Spielminute. Das geht zu einfach und da kann dann auch Marcel Schuhn absolut nichts dran verhindern, dass Harvard Nielsen trifft. Der Neuzugang aus Fürth wird hier sträflich alleine gelassen, kann sich im 16er am 5-Meter-Raum um die eigene Achse drehen, nach dem Ball von Cedric Teuchert und schiebt den Ball ein zum 1:0. Marcel Schuhn kann man da, wie gesagt, von jeglicher Schuld freisprechen, denn Patrick Pfeiffer ist einfach nicht nah genug bei seinem Mann und dementsprechend Darmstadt früh in Rückstand. Stefan Leitl freut es, selbstverständlich, wie könnte man das anders erwarten, und auch Harvard Nielsen natürlich euphorisiert. Drittes Saisontor im 6. Spiel, der Neuzugang bisher ein voller Erfolg. Hannover macht allerdings genauso weiter, hat richtig Bock nach vorne zu spielen, vernachlässigt jedoch teilweise die Defensive. Ball in die Mitte und da ist Kempe. Gute Parade, Ron-Robert Zieler. Wir werden es in der Wiederholung sehen. Dieser Ball war gar nicht mal so einfach. Holland chippt ihn in die Mitte. Kempe mit dem Volley. Und Zieler mit dem starken Reflex im kurzen Eck. Feuert seine Teamkollegen an. So geht das nicht. Aber Darmstadt weiterhin am Drücker. 13 Minuten gespielt. Ball in die Mitte. Auf Tietz, ehemals
Bei Eintracht Braunschweig aktiv für ihn ein besonderes Spiel. 96 leitet den Gegenangriff ein über Cedric Teuchert, gerade als Vorlagengeber aktiv. Jetzt mit dem Ball auf Max Besuschkow und der hat eine fantastische Idee. Super Ball in die Schnittstelle auf Maximilian Bayer und der macht das 2:0. 16. Spielminute, Hannover 96 baut die Führung aus und Maxi Bayer, der lässt sich feiern vor der Nordkurve. Das geht viel zu leicht aus Sicht der Darmstädter. Ein Schnittstellenball von Max Besuschkow und die gesamte Verteidigung ist entblößt. Bayer dann im 16er behält die Ruhe, 0,4 erwartete Tore, aber er macht ihn eiskalt rein, Schuhen erneut chancenlos. Und natürlich freut das Stefan Leitl, denn das war ja das Problem in den letzten Wochen, die Chancenverwertung. Hier ist das erstmal nicht der Fall. Hannover hat jetzt natürlich Blut geleckt, immer wieder mit guten Offensivaktionen. Derrick Köhn, dessen Flanken kommen wie Brandfackeln in den 16er, immer wieder höchst gefährlich. Hier erstmal abgewehrt. Kunze bringt den Ball dann nochmal raus auf Derrick Köhn, der nochmal mit der Flanke. Maxi Bayer kommt nicht hundertprozentig ran, aber Hannover ist definitiv an Drücker und man merkt das Selbstbewusstsein, das sie durch diese beiden Tore haben. Aber auch Darmstadt steckt nicht auf und das sehen wir in dieser Situation. Konter über Kempe. Guter Ball in die Stiefe. Allerdings ist Kreins da, kann den abwehren und 96 leitet erneut den Gegenangriff ein und das läuft bisher ja ziemlich gut. Besuschkow erneut mit einem guten Ball auf Harvard Nielsen und der dieses Mal mit dem Schnittstellenpass auf Maximilian Bayer. 3:0. Das ist der absolute Wahnsinn, was Hannover 96 an Effizienz an den Tag legt. 24 Minuten gespielt und erneut ist es der Youngster, die Leihgabe von der TSG aus Hoffenheim, der hier erfolgreich ist. Das Stadion völlig zurecht, völlig aus dem Häuschen. Klasse gespielt, wieder guter Schnittstellenball. Aber wie Pfeiffer da Bayer aus den Augen verliert, darf natürlich nicht sein. Der ist dann 11 Meter vor dem Tor völlig frei und Marcel Schuhn kann einem nur leid tun, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat er keinen einzigen Fehler gemacht und trotzdem musste er dreimal hinter sich greifen. Der ist dann dementsprechend resigniert und man kann es völlig nachvollziehen. 96 weiter am Drücker, erneut gut dabei raus auf Derrick Köhn, einer der Aktivposten in dieser Phase. Und da ist Harvard Nielsen mit dem nächsten Kopfball. Diesmal ist Schuhen da, die erste vergebene Chance der Roten. Allerdings direkt der Eckball, natürlich durch Flankengeber Derrick Köhn. Der macht ein richtig starkes Spiel auf seiner linken Abwehrseite. Und wie gerade bereits angemerkt, die Standards der Roten, die Effizienz der Roten in jeglichen Belangen, die kommt immer wieder zum Tragen. Auch dieser Eckball wird zwar erfolgreich abgewehrt, aber gefährlich. Und wie viel Selbstbewusstsein gerade der Flankengeber Derrick Köhn hat, sieht man in der Szene hier ganz gut. 36 Minuten, er nimmt sich einfach mal den Schuss von der rechten Strafraumkante, geht weit daneben, zeigt aber das Selbstbewusstsein, dass der Neuzugang von Willem Twe an den Tag legt. Darmstadt kurz vor der Halbzeit dann nochmal mit einer Gelegenheit. Tietz, schöner Ball auf Honsack und plötzlich steht es 3:1. Da verlässt 96 sich einmal zu sehr auf seinen Keeper und Ron-Robert Zieler kann da überhaupt nichts machen. Honsack mit einem ganz, ganz starken Laufweg, gut dabei von Tietz. Dieses Mal ist es kein Schnittstellenball, der zum Erfolg führt, sondern auf der anderen Seite ein Chipball. Allerdings muss man da auch sagen, so darf man Honsack natürlich niemals freilassen. Der wird ja völlig aus den Augen gelassen. Derrick Köhn und Julian Börner sind sich nicht einig. Der Volley ist perfekt, Ron-Robert Zieler kann nichts machen. Und Darmstadt ist wieder dran. Stefan Leitl ärgert sich völlig zu Recht natürlich, denn auch wenn es mit 3:1 in die Halbzeit geht, das natürlich durchaus unnötig. Harvard Nielsen, 2 Schüsse, 1 Tor, 50% Erfolgsquote. Er ist der Man of the Match in der ersten Halbzeit, dank seiner Vorlage auf Maximilian Bayer, der allerdings mit seinen 2 Toren natürlich auch ein starkes Bewerbungszeugnis für diese Titel abgegeben hat. Zweite Halbzeit, Cedric Teuchert, erste Gelegenheit. Effizienz. Bisschen runtergefahren, Ball geht gegen den Pfosten, allerdings sowieso abseits. Honsack geht dann runter und Manu kommt ins Spiel. Das wird gleich noch wichtig werden. Erstmal aber wieder Derrick Köhn. Der Ball geht wieder am Kasten vorbei, aber es zeigt einfach das Selbstbewusstsein, dass die Nummer 18 der Roten an den Tag legt und das damit verbunden natürlich für das gesamte Team spricht, denn sich den Abschluss einfach auch mal zu nehmen, obwohl in der Situation der Pass auf Cedric Teuchert besser gewesen wäre, zeigt, wie aktiv 96 an seinen Abschlüssen arbeitet. Teuchert geht dann auch vom Platz. Nicolo Tresoldi kommt in die Partie. Der Youngster der Roten, 18 Jahre alt, Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend. Und er hat direkt seine erste Aktion. Bayer, Köhn direkt gespielt, klasse gemacht. Nicolo Tresoldi. Und da ist Marcel Schuhn. Abschluss ein bisschen überhastet, kann man keinen Vorwurf machen. 18 Jahre alt, das sieht man in der Situation. Trotzdem guter Laufweg. Aber Schuhn bleibt lange stehen und hält den Ball dann sicher. Darmstadt in der zweiten Halbzeit bisher noch nicht sonderlich auffällig gewesen. Aber jetzt ist ja Manu da und der hat auch gleich seine erste Szene. Kempe im Zusammenspiel mit dem granatischen Flügelstürmer, der auf Warning und da ist Melem. Guter Abschluss, aber Ron-Robert Zieler ist in der linken Torecke und wehrt den Ball ab, regt sich aber erneut auf über die flapsige Arbeit seiner Hintermannschaft. Viel zu viel Platz für den Darmstädter, der da freie Schussbahn hat.
Aber der Pink Panther im Tor der Roten verhindert hier den Einschlag. Darmstadt jetzt mit ein bisschen Blut geleckt und plötzlich haben die sogar Platz zum Kontern. Unten Braden Manu völlig freigelassen von Luca Kreins und es steht nur noch 3:2. 84. Spielminute, das darf natürlich niemals passieren. Hannover gibt die 3:0-Führung fahrlässig aus der Hand mit zwei Gegentoren, die einfach schlicht und ergreifend zu simpel sind. Luca Kreins ist nowhere to be seen, Derrick Köhn rückt nicht früh genug ein. Kreins sehen wir jetzt am Elfmeterpunkt viel zu spät auf seiner Position und Ron Robertzieler kann erneut nichts machen. Große Aufregung auf der 96-Bank, denn natürlich will man hier nicht diese Führung noch aus der Hand geben. Kurz vor Schluss, Tresoldi, ja, der ärgert sich da, war kein Abseits, sagt er. Gucken wir genau hin, der eingewechselte Ernst mit dem Ball auf den eingewechselten Schaub und dann eine Fußlänge zu weit vorne. Und das hilft natürlich Darmstadt dabei, nochmal nach vorne zu gehen. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Nochmal Manu, der Lupfer. Zieler wehrt ab und Kempe kommt nicht richtig an den Kopfball. Aber es ist Harakiri, was 96 defensiv macht. Und das merkt auch Stefan Leitl. Bringt Hendrik Weidand rein, sagt dem an. Kopfbälle, Minjung. Und genau das ist die letzte Aktion des Spiels. Hendrik Weidand gewinnt das Kopfballduell und dann ist das Spiel vorbei. Hannover 96 gewinnt nach wackeliger zweiter Halbzeit mit 3:2. Glück durch die Effizienz in der ersten halben Stunde. Darmstadt 98 mit einer couragierten Partie, mit einem couragierten Auftritt. Aber für die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht reicht es am Ende nicht zu einem Punktgewinn. Hannover kann sich glücklich schätzen, Ron-Robert Zieler zu haben. Ansonsten wäre das nochmal eng geworden. Und natürlich auch Maxi Bayer, der mit seinen zwei Toren ganz entscheidend zum Sieg beigetragen hat. Es bleibt eine Menge Arbeit, aber trotzdem sind das natürlich ganz, ganz wichtige drei Punkte für Selbstbewusstsein, für die Fans und für die ruhige Stimmung in Hannover. 96-3, Darmstadt 2. Bis zum nächsten Mal.